Für viele Menschen ist Ostern das wichtigste Fest des Jahres, da es für die Auferstehung Jesu steht und damit ein Sinnbild für das Leben nach dem Tod ist. Auch die Natur scheint zu dieser Jahreszeit wieder zu erwachen. Der Frühling ist da, die Knospen an den Büschen und Bäumen kehren wie jedes Jahr zurück und auch die Vögel tragen zu einer erheiterten Stimmung bei. Ein wahres Fest und ein Grund zur Freude. Welch besseren Weg kann es also geben, um dieses wundervolle Fest zu zelebrieren, als einem unschuldigen Lebewesen das Leben zu nehmen und seinen geschundenen Körper zu verspeisen? Es scheint, als gäbe es für die Mehrheit der Menschen nicht mal den Gedanken daran, ein Fest wie Ostern oder Weihnachten zu verbringen, ohne dabei Tierleid zu verursachen. Es scheint, als wäre die einzige Möglichkeit, seine Freude auszudrücken, einem Tier sein Leben und damit seine gesamte Existenz zu nehmen. Bunte Eier sind aber doch so eine Freude für die Kinder und die Hühner legen die doch sowieso. Ja, Hühner legen Eier. Aber allein diese Eigenschaft rechtfertigt es noch lange nicht, diese Vögel zu Tausenden in Ställen einzupferchen, sie wie eine Maschine zu betrachten und nach 1 bis 2 Jahren der brutalen Ausbeutung zu enthaupten und ihre gequälten Körper zu essen. Vor allem die rot gefärbten Eier sollten dich beim nächsten Einkauf daran erinnern, was in Schlachthäusern passiert. Kommen wir zur Geschichte des Osterhasens. Dieser stellt ein Symbol der Fruchtbarkeit dar, da zu dieser Jahreszeit Nachwuchs geboren wird. Welch besseren Weg, dies zu schätzen und zu feiern, gäbe es, als diese wundervollen Tiere zu mästen und zu schlachten? Es ist schwer vorstellbar, welche Qualen diese Tiere durchmachen müssen, bevor ihr kurzes Leben auf brutale Weise endet. Anders geht es den Lämmern auch nicht, welche verzehrt werden. Diese werden als Symbol für Reinheit und Frieden angesehen. Und welch bessere Möglichkeit kann es nur geben, um Frieden und Reinheit auszudrücken, als diesen Lebewesen die Kehle aufzuschlitzen und ihre Körper zu verzehren? Ich meine, jedes Kind weiß, welch friedlicher Ort ein Schlachthaus ist. Im Gedanken an das Leid und Sterben von Jesus Christus wird vor allem am Karfreitag auf Fleisch verzichtet. Und erneut, welch bessere Möglichkeit kann es nur geben, an das Leid von Jesu zu erinnern, als ein anderes Lebewesen ebenfalls für den persönlichen Genuss leiden zu lassen? Fische sind keine schwimmenden Früchte, sondern fühlende Lebewesen, wie du und ich. Inklusive Gehirn, zentralem Nervensystem und Sinnesorganen, die unser Eins nicht mal besitzt. Wer hier auf die Idee kommen kann, dass diese Individuen keine Schmerzen spüren, nichts fühlen und daher weniger als nichts wert sind, sollte einen Blick in den Spiegel werfen und die eigenen Werte hinterfragen. Wie viele Individuen müssen noch für dich durch die Hölle gehen, bevor du dich dazu entscheidest, ihre Rechte zu respektieren und vegan zu leben?